Der Test des Elektrorollers Kumpan Iconic. Präsentiert von iClip, der modernen Geldbörse. Mit Link in der Beschreibungsbox. Herzlich willkommen bei Carmaniac, dem Elektroautokanal, wo ihr, wenn ihr euch für Elektroautos interessiert oder für Elektromobilität generell, immer die neuesten Tests von Fahrzeugen findet, die es noch nicht mal auf dem Markt gibt, um euch die Kaufentscheidung zu erleichtern. Und bisher waren das immer Fahrzeuge mit 4 Rädern. Heute ist es mal einer mit 2 oder ein Fahrzeug mit 2 Rädern, nämlich ein Elektroroller. Das ist der Kumpan 54 Iconic und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob so ein Elektroroller nicht die Problematik löst, vor der wir stehen, auch reputativ mit den Elektroautos. Denn da könnte dieses Ding oder solch ein Ding tatsächlich einen sehr, sehr großen Lösungsansatz bieten. Welchen und um welche Problematik es geht, das werde ich euch jetzt sagen und euch diesen Roller ganz genau vorstellen und darüber reden, warum der bis zu 180 Kilometer Reichweite schafft, was manch ein Elektroauto teilweise noch nicht mal schafft. Vorher stellt aber bitte sicher, dass ihr einen Daumen nach oben gebt, wenn euch das Video gefällt und abonniert, denn so verpasst ihr kein Video mehr und so wird der Kanal immer größer und ich kann euch immer mehr solcher Tests bieten. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Fangen wir doch mal an mit diesem Problem, was der Elektroroller in meinen Augen lösen kann. Das Elektroauto hat ja immer diese Thematik mit dem CO2-Rucksack. Ja? Oh, Batterieproduktion, das wird ja nur schön geredet. Im Endeffekt ist das Elektroauto ja umweltunfreundlicher als der Verbrenner. Wer klug ist, weiß es besser. Wir müssen uns mit diesen Hatern und Pappenheimern und Stammtischparolenverbreitern natürlich nicht mehr beschäftigen. Aber eine Sache gibt es dennoch meiner Meinung nach, die das Elektroauto nicht wegreden kann und diesen Nachteil bringt es genauso wie der Verbrenner. Und das ist, meine lieben Freunde, das Platzproblem. Überfüllte Städte, Parken, ja, wird immer schwieriger, je mehr Autos es gibt, auch wenn das Elektroautos wären. Da ist aber ziemlich konkret der Elektroroller ja eine Lösung, denn erstens, nehmt ihr anderen nicht so viel Platz weg. Zweitens könnt ihr überall einen Parkplatz finden. Und drittens ist der Elektroroller ja noch viel effizienter als das Elektroauto, denn bei gleich gefahrener Kilometerzahl habt ihr wesentlich weniger verbraucht. Jetzt klammern wir mal hier bei der ganzen Sache natürlich den Winter aus, denn der Winter macht es natürlich sehr schwer oder teilweise auch unsicher, einen Roller zu bewegen. Aber ich würde mal sagen, jetzt auch mit den immer milderen Wintern, kann man eigentlich 9 oder 10 Monate im Jahr ja eigentlich getrost solch einen Roller nutzen oder etwa nicht? Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Also somit haben wir eigentlich etwas, das eine Lösung zu bieten scheint. Aber man muss da natürlich auch klipp und klar sehen, wie sinnvoll ist das? Wie sinnvoll investiertes Geld ist das? Und das werde ich euch mit diesem Video zeigen. Apropos, wenn wir schon mal über Geld reden und jetzt versprecht mir bitte nicht abzuschalten, kommen wir direkt mal zum Preis, ohne um den Brei herumzureden. Dieser Roller, der Kumpan Iconic 54, startet bei 4.900 Euro. Startet, sage ich deswegen, weil es da noch Luft nach oben gibt. Denn das hängt alles von den Akku-Packs ab, die ihr dazu kauft oder eben nicht dazu kauft. In diesem Fall, zeige ich euch gleich, sind es 2 Akku-Packs. Und so kommen wir auf den stolzen Preis von 6.200 Euro für diesen Roller. Ja, ich möchte das ja gar nicht relativieren, aber es ist tatsächlich so, also ich muss auch direkt vorwegnehmen, das ist mein Roller, weil ich einfach wieder Lust auf einen Roller hatte. Natürlich kommt für mich nichts anderes in Frage als ein Elektroroller und ich habe mich bewusst für diesen entschieden, auch wenn es vielleicht noch andere Roller gibt, die eine Funktion mehr können, sage ich euch gleich, was das ist. Aber dieser Preis hat eine Daseinsberechtigung. Ich höre doch sehr oft, ganz speziell bei Autos, Mensch, das ist doch ein China-Schrott, hole ich mir nicht ins Haus. Und man könnte das auch freundlicher ausdrücken, weniger rechts ausgedrückt, aber letzten Endes verstehe ich das ja, weil wer billig kauft, kauft letzten Endes wirklich zweimal. Das beste Beispiel sind ja Roller aus dem Verbrennerbereich. Man hat ja immer die Wahl gehabt damals, wenn man über einen Roller nachgedacht hat, gebe ich 3.500 Euro für eine Peugeot Speedfight aus oder für einen, ja was auch immer, für eine Gilera oder was auch immer. Oder gebe ich 800 Euro für einen Baumarktroller aus und das hat man dann natürlich extrem gemerkt, diesen qualitativen Unterschied, obwohl der Peugeot Speedfight mehr als 3,5 mal so viel gekostet hat.
jetzt verglichenerweise der Baumarktroller. Und so ist das auch hier. Bei Autos bin ich der Meinung, es gibt keine schlechten Autos mehr. Die sind ja auch ganz anderen Regularien untergeordnet, um in Europa überhaupt zugelassen zu werden. Aber bei Rollern kann man tatsächlich noch einiges falsch machen, qualitativ. Aber wenn wir über Elektro sprechen, sollten wir auch über die Hintergründe sprechen. Und da gibt es wichtige, die mich dazu bewegt haben, diesen Roller zu haben. Und das ist die Tatsache, dass dieser Roller komplett made in Germany ist. Nicht nur made in Germany, auch entwickelt in Germany. Der Name Kumpan leitet sich ja ab von dem Wort Kumpan wie Freund, also Saufkumpan, ja, daher kennen wir dieses Wort. Und ist, wie gesagt, produziert und auch entwickelt in Deutschland, in Remagen, um genau zu sein. Und da ist es noch so, dass es nicht über ein Förderband läuft oder irgendwelche Produktionsbänder und da zusammengebaut wird von irgendwelchen Industriemaschinen, sondern da sind noch Menschen dran und bauen jeden individuell zusammen. So habt ihr auch zum Beispiel die Möglichkeit, euren Kumpan individuell zu konfigurieren. Schaut mal vorbei auf der Seite. Ich verlinke es euch auch mal unten in der Beschreibungsbox. Da könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, ich möchte die, die, die oder die Farbe, möchte eine solche Sitzfarbe und eine solche Beinteilfarbe. Also ihr könnt da individualisieren, weswegen es auch bis zu 8 Wochen dauern kann, bis ihr euren Kumpan habt. Außer ihr habt Glück, so wie ich, und das ist dann auf Lager. Das war auch meine Wunschfarbe. Weiß finde ich wirklich sehr schön in Kombination mit diesem Schwarz, mit der weißen Naht auch. Und so läuft das dann. Da seht ihr auch im Konfigurator neben der Farbauswahl, dass ihr einen Akku auswählen könnt. Und somit kommen wir mal direkt zu den Akkus, die ja auch einen springenden Punkt in der Preisgestaltung bedeuten. Machen wir mal das Fach auf. Wer Roller kennt, der weiß, wie man ein Helmfach geöffnet hat. Mit der Negativdrehung des Schlüssels ist das dann aufgesprungen. Hier bedienen wir das über das 7 Zoll Display und dann geht dieses Batteriefach auf und betätigt auch mal gerne die Hupe, wenn wir nämlich hier mit dem Sitz an die Hupe kommen in dieser entsprechenden Lenkradstellung. So. Hier sind die Akku-Packs, beziehungsweise wie sie bei Kumpan heißen, Kraftpakete. Hier kommen maximal 3 Stück rein. Wie ihr seht, ist hier eine freie Fläche. Das hat einen Grund. Ausgeliefert wird der Kumpan mit einem Akku und ihr könnt dann optional halt eben noch maximal 2 dazu kaufen. Das geht so einfach. Ihr nehmt den einfach raus und habt hier oben auch nochmal eine Prozentanzeige. Wie ihr hier sehen könnt, seht ihr, was steht da? 71%. Das heißt, da hat man natürlich einmal ein Zeichen dafür, was noch drin ist und dann natürlich noch auf dem Display. Das zeige ich euch später. Das ist ein sehr, sehr großer Preisfaktor, den ich euch gleich erzähle oder erkläre. Hier in diesem Fall hat man hier noch ein bisschen Platz. Ich kann hier zum Beispiel meinen Arm relativ tief reintun, um euch das mal zu zeigen von der Tiefe her. Aber auch mein Stativ zum Beispiel hatte ich hier drin. Dann gibt es noch dieses Fach hier hinten, wo man ja jetzt ganz modernerweise eine Maske mitführt. Ja, ihr könnt hier so Krempel reintun, das ist nicht allzu tief, aber es passt schon. Taschentücher, Snacks oder halt eben auch Werkzeug oder was auch immer ihr einfach mitführen möchtet. Jetzt kommen wir aber mal zu dieser Bepreisung. Vielleicht habt ihr ja schon bei meiner Vorrechnung gemerkt, was es bedeutet, einen Akku zu kaufen. 4.900 Euro ist der Grundpreis mit einem Akku inklusive. 1.200 Euro kostet ein zusätzlicher Akku. Und so kommt man eben auf diese knapp 6.200 Euro bei diesem Roller hier. Empfehle ich das, ja oder nein? Nun ja, das kommt auch ganz drauf an, wer den Roller fährt. Ist es nämlich der große erwachsene Mann, der leider mittlerweile 103 Kilo auf der Waage bringt, so wie ich, oder ist es ein 17-jähriges Mädchen? Macht natürlich einen großen Unterschied im Verbrauch auch tatsächlich. Ich persönlich habe mich deswegen für diese 2 Akkus entschieden, weil ich so eine größere Reichweite genieße und nicht so schnell nachladen muss. Jetzt muss man natürlich ehrlicherweise dazu sagen, dass ich sowieso nie die Reichweite dieser Akkus ausnutzen werde mit dem Roller, weil ich fahre ja ein Auto. Ja? Und meistens fahre ich ja damit. Das ist aber perfekt eben für die Kurzstrecke oder wenn man mal irgendwie innerstädtisch fährt, dass man leichter parken kann, wenn man einen Termin hat und so weiter. Und aktuell ist es so, dass ein Akku-Pack, laut Homepage ist es so, dass ein Akku-Pack um die 62 Kilometer schafft, insgesamt knapp 180 Kilometer. Das ist dann aber eher unrealistisch, also rechnet mal ungefähr mit, sagen wir mal, 35 bis 40 Kilometer pro Akku-Pack. Und dann hätte man in diesem Fall zum Beispiel so 70 bis 90 Kilometer, schwer zu sagen, hängt natürlich auch von den Bedingungen ab, welche Temperatur wir haben und natürlich auch, wie man fährt. Fährt man andauernd Stop and Go? Er kann natürlich auch rekuperieren, automatisch, wenn man vom Gas geht, aber auch durch das Ziehen der Bremse. Oder fährt man konstant die ganze Zeit
Top-Speed, also Top-Speed in Anführungsstrichen, was bei diesem Roller laut Tacho 53 km/h sind, in echt wohl eher so 48. Das macht also auch schon einen großen Unterschied im Verbrauch. Und ich bin hierher gefahren und wir können ja mit meinem Display gucken. Ich habe 4,2 Kilometer bis hierher gebraucht und habe mit 112 Kilometern Reichweite gestartet und angezeigt werden mir jetzt noch 75. Vorhin waren es 77. Das heißt, durch das Stehen vielleicht oder wie auch immer. Also man kann der Reichweitenanzeige nicht 1000%ig glauben. Man braucht schon ein kleines Feeling dafür. Ja, und genau deswegen finde ich einfach, ja, zwei Akkus machen tatsächlich Sinn. Allerdings kann man dann sagen, wow, ist das teuer. Aber man kann hier auch den Heuchler schnell ertappen, der sagt, ja, Billigmist aus China. Wenn du aber keinen Billigmist aus China willst, dann kaufst du halt etwas qualitativ Hochwertigeres, was auch in Deutschland eventuell produziert ist, also nicht durch billige Arbeitskräfte im Ausland. Das kostet dann aber auch genau deswegen, weil man ja auch hier die Arbeitskräfte bezahlen muss, Mieten und so weiter. Na, ihr kennt ja den Rattenschwanz, der damit in Verbindung steht. Also klar, ist das kein günstiger Spaß. Ich habe mich aber für dieses Modell entschieden, auch oder für diesen Hersteller, wegen des Retro-Looks. Und ich möchte euch einfach mal rumführen, um euch mal diesen Roller so in seiner Gesamtheit zu zeigen. Und zwar aus meiner Perspektive nehme ich euch mit. Und da fangen wir mal direkt mit dem Design an. Hier gefällt mir der Retro-Look sehr gut, beziehungsweise die Kombination zwischen Retro und Modern. Zum Beispiel eben der Scheinwerfer, natürlich LED, wie soll es bei einem modernen Roller anders sein? Oder aber auch die Heckleuchte, die auch im Retro-Design so rund gehalten ist, aber trotzdem natürlich LED, genauso wie natürlich auch die Blinker. Mir gefällt dieser Roller deswegen am allerbesten, weil ich schon immer einen Fevel für die Vespa 300 IS hatte, diese nur mangels Führerschein für solche Motorräder nie fahren durfte, weil ich mich einfach vor mir selber schützen wollte. Und hier habe ich dann sozusagen einen Kompromiss, weil das Fahrzeug mich doch schon sehr stark an Vespa erinnert. Hier haben wir vorne dann auch nochmal natürlich die Steckdose, also den Steckanschluss zum Laden. Ja, wie ladet ihr denn den Kumpan eigentlich? Also hierfür gibt es zwei Methoden. Die eine Methode ist, einmal die Rücksitzbank aufzumachen, na, ist ja klar, und dann den Akku rauszunehmen, wie ich das schon gezeigt habe. Und dann habt ihr hier unten einen Anschluss, den ihr dann zum Beispiel im Büro oder zu Hause nutzen könnt, einfach mit dem beigelieferten Ladegerät. Alternativ, wenn ihr die Möglichkeit habt, zum Beispiel bei der Arbeit oder in eurer Garage so zu laden, dann könnt ihr euch diesen Stress auch sparen, könnt den Akku drin lassen oder die Akkus und könnt einfach über das mitgelieferte Ladegerät laden, einfach den Stecker hier oben rein oder hier vorne rein, besser gesagt, einen Steckeranschluss so, zack, und schon lädt der Kumpan seine 1,5 Kilowattstunden Batterien. Der Ladevorgang dauert 4 Stunden pro Akku. Das heißt, ihr seid nach 8 Stunden von komplett leer wieder komplett voll mit 2 Akkus oder nach 4 Stunden bei einem Akku, je nachdem, wie viel ihr dabei habt oder dazu gekauft habt. Und so könnt ihr euch dann ungefähr orientieren. Also ein Arbeitstag gibt auf jeden Fall so viel her, dass ihr sogar 2 Akkus komplett voll laden könnt. Und hier nochmal das Logo 54i. Dann kommen wir mal zur Praktikabilität. Wir haben hier Ablagefächer, wie zum Beispiel dieses hier. Einziger Kritikpunkt an dem ganzen Roller für mich, lässt sich irgendwie ein bisschen schwer öffnen oder schließen und es ist nicht wasserdicht. Das heißt, dieser Schal hier zum Beispiel ist klatschnass und das Zumachen ist nicht immer einfach, wie ihr sehen könnt. Das ist so die einzige Kritik. Und hier unten haben wir auch noch mal so ein Push-Click-System für einen Getränkehalter. Da das Ganze dann horizontal liegt, ist es auch einfacher, das wieder zuzumachen. Da hat man also dieses Problem nicht so wirklich. Ansonsten warten sehr wertige Verarbeitungsteile, wie zum Beispiel hier für den Fuß, die Ablage. Diese Dinger hier zum Beispiel sieht wirklich gut aus. Der Knopf, der Startknopf auch. Und wir haben hier noch einen Metallhaken für zum Beispiel eine Einkaufstasche. Und wir haben hier auch Bügel für den Sozius, sodass dieser hinten sitzen kann und dann seine Füße hier auf diesen Metallteilen abstellt, die erfreulicherweise nicht aus Plastik sind. So, so viel mal dazu. Jetzt kommen wir noch schnell zu diesem Display. Das ist ein 7 Zoll Touch Display, welches natürlich jetzt ziemlich spiegelt, aber während der Fahrt ist man immer in einem Winkel, der das Ganze nicht so spiegelnd darstellt, wie ihr das jetzt hier vielleicht auf der Kamera sehen könnt. Wenn wir jetzt mal ins Menü gehen über dieses Touch-System, sehen wir hier zum Beispiel, dass wir verschiedene Sachen auswählen können. So zum Beispiel eben auch einen Fahrmodus. Ja, schaut euch das mal an. Wir haben hier verschiedene Fahrmodi. Und Eco, Komfort, Sport und Regen bedeutet zum Beispiel, dass man bei Regen das Raddrehmoment ein bisschen
runterschraubt, sodass die Reifen nicht durchdrehen oder eben Sport. Diesen Modus nutze ich persönlich, denn bei meinem Körpergewicht ist das einfach besser, um vom Fleck zu kommen. Dann gibt es noch allgemeine Einstellungen, wie zum Beispiel eben die Lautstärke des Klickens vom Blinker, was natürlich sehr wichtig ist beim Fahren, damit man den Blinker nicht aktiviert lässt. Und natürlich noch Systeminfo, Rekuperationsintensität und Schleppmoment, Bremsmoment kann man hier einstellen. Also alles in allem super. Aber das Ganze kann man auch machen mit den Tasten hier am Lenkrad. Und zwar da, wo ihr Enter seht. Ja, also hier ist aber ein bisschen komplizierter. An der Ampel ist es schneller, wenn man hier einfach drauf herumtippt. Hier sieht man Uhrzeit, Datum, alles, was man braucht, Restkilometer. Hier sieht man den Trip, den man gefahren ist, die totalen Kilometer, den Modus, die Geschwindigkeit und auch den Verbrauch aktuell sowie auch den Durchschnittsverbrauch. Ist also top. Das Einzige, was mir persönlich fehlt, ist eine Anbindung zum Smartphone à la Android Auto oder Apple CarPlay, um eben navigieren zu können, ohne dass man hier das Handy mit einer externen Halterung dran machen muss. Das finde ich, wie gesagt, ein bisschen schade. Ansonsten hier ein Tempomat. Ja, das ist super, um die Geschwindigkeit halten zu können, ganz speziell zum Beispiel in einer 30er-Zone. Dann natürlich noch die Hupe, das Fernlicht, Blinker und das war's dann auch schon. Und das Fahrzeug lässt sich auch ohne Schlüssel entriegeln, nämlich einfach mit der entsprechenden Kumpan-App, die es dazu gibt. Die zeige ich euch mal auch schnell. Da haben wir sie hier. Diese App dient allerdings nur für die Fahrzeugentriegelung. Also hier hat man jetzt leider keinen Vorteil davon, dass man das Fahrzeug orten kann oder den Batteriestatus abruft. Das soll es noch geben, also es soll nachkommen. Eigentlich ist das jetzt aber nur ein Fahrzeugschlüssel. Das heißt, es reicht, wenn ihr das Telefon einfach in der Tasche mitführt und dann erkennt das Fahrzeug das und lässt sich somit starten. Entfernt ihr euch vom Fahrzeug, dauert es eine Minute und dann lässt es sich nicht mehr aktivieren, wenn ihr weg seid. So, es ist natürlich wichtig, dass ich jetzt leise spreche, weil das Mikrofon sehr nah an meinem Mund ist. Entschuldigt auch die Akustik, aber durch den Helm ist das halt leider aktuell so. Ich habe jetzt mal die Parameter hier auf dem Bildschirm runtergestellt. Also Trip Kilometer 0, Reichweite werden uns 70 Kilometer angezeigt. Und ich bin einfach mal neugierig, wie viel wir tatsächlich schaffen. Ich muss hier hinzufügen, dass es natürlich bei so einem Elektroroller nicht egal ist, wie viel man wiegt. In meinem Fall sind es 103 Kilo und da ist der Verbrauch natürlich auch höher. So, wir haben die Höchstgeschwindigkeit erreicht, das geht sehr, sehr flott. Also der Roller ist sehr schnell, hat einen sehr, sehr guten Durchzug, sodass man mal endlich an den Autos vorbeifahren kann und an der Ampel wegziehen, ohne dass man danach wieder die ganzen Autofahrer aufhält. Denn das ist ja oft ein Problem, was mich an Rollerfahrern nervt, wenn sie an einem vorbeifahren, an die Ampel stellen. Das stört mich als Autofahrer grundsätzlich nicht. Bei Motorrädern zum Beispiel, die fahren einfach weg. Aber bei Rollerfahrern, die beschleunigen dann so wie eine Krücke und vor allem, wenn man Elektroautofahrer ist, sind sie vor einem ein Hindernis. Und dann fragt man sich, okay, warum musstest du jetzt vor mich fahren? Und das passiert beim Elektroroller tatsächlich nicht, weil man da einfach schön wegzieht, aber man merkt halt enorm krass die elektronische Bremse, die ja bei Tacho 52 km/h reingehauen wird. Das heißt, er beschleunigt und dann kommt so eine imaginäre Wand, die den Wagen wirklich leider extrem abbremst. Was ich wirklich schade finde, weil, den Wagen sage ich schon, ist immer, wenn man Autos testet, den Roller abbremst und das hat halt dann die Folge, dass man so ein bisschen möchte, dass er ein bisschen schneller fährt. Der Verbrauch ist aber erstaunlich niedrig. Also wenn wir jetzt mal aufs Display gucken, das seht ihr wahrscheinlich nicht, weil da leider der Mikrofonadapter davor ist. Jetzt rekuperieren wir zum Beispiel und das zeigt da auch an, das finde ich zum Beispiel total charmant, dass man da, wenn man vom Gas geht, kann man auch die Rekuperationsintensität einstellen. Und wie man sieht, halte ich hier ja richtig toll mit dem Verkehr mit. Nur bei 52 km/h werde ich dann halt leider extrem langsam. Und deswegen zieht dann der Verkehr ja doch weg, weil eigentlich fährt ja keiner Strich 50 in der Stadt. Ne? Das heißt, wenn grundsätzlich so 60 erlaubt wären mit so einem Roller, das wäre toll. Ne? Die Beschleunigung, also dieser Durchzug ist immer wieder wirklich genial. Ich würde das so auf Renault Zoe Level einstufen, so von der
Power her, was ich auch ziemlich praktisch finde am Kumpan, was aber glaube ich nicht der einzige Elektroroller ist mit dieser Funktion. Wir haben einen Tempomaten und den findet man hier unten rechts, ja, und wenn man den dann drückt, dann hält er die Geschwindigkeit und ich kann tatsächlich loslassen, also auch mit beiden Händen loslassen, was man aber nicht sollte. Damit will ich nur veranschaulichen, dass halt eben dieses Tempomatfahren geht. Ganz speziell in 30er-Zonen ist das natürlich super praktisch. Allgemein auch die Sitzposition ist sehr, sehr angenehm. Die Bremsen sind sehr, sehr bissig, also die sind sehr kräftig. Ja, also man kann auch in Notsituationen sehr, sehr gut abbremsen, wie ich finde. Klar ist ja auch ein neuer Roller, dass die nicht ruckeln, ist klar, aber man merkt so auch ein bisschen das Made in Germany. Ich meine, man ist ja schon in der Vergangenheit so ein paar China-Roller gefahren und jetzt so an der Ampel, zack, zieht man weg. Hinter uns ist ein Polizeifahrzeug, wollen wir es nicht übertreiben. Aber die Beschleunigung ist wirklich sehr, sehr gut und der ganze Korpus fühlt sich sehr, sehr robust an, auch um mal halt ein bisschen sportlicher zu fahren. Natürlich die Batterien, zwar nicht wie beim Elektroauto, aber hier auch, sorgen sie natürlich für eine... für ein gewisses Gewicht, für einen Schwerpunkt an dieser Stelle. Zusätzlich zum eigenen Fahrergewicht wirkt es im Vektor nach unten zusammen mit den Akkus. Und die Rekuperation ist eigentlich auch recht kräftig. Also beim normalen Roller rollt man da halt und hier gibt es so eine gewisse Verzögerung quasi. Auch was die Beschleunigung angeht, also ich habe ja meinen Kameramann Alex auch mit dem Roller fahren lassen und bei ihm ist der Roller losgezogen wie brutal, also wirklich merkbarer Unterschied. Klar, wenn so ein kleiner Motor mit ein paar PS 60 Kilo bewegt oder 100 Kilo bewegt, macht das natürlich auch für diesen kleinen Motor einen doch erheblichen Unterschied. Und also wer leichter ist, will ich sagen, hat definitiv noch mehr Fahrspaß mit dem Kumpan. Aber ich habe auch zu keinem Zeitpunkt das Gefühl mit dem Roller, als wenn ich untermotorisiert wäre. Die Beschleunigung ist sagenhaft. Ich merke mein eigenes Gewicht überhaupt nicht. Nur halt die Wand, gegen die man bei 52 km/h fährt, nervt. Aber das kann man ja lösen, das Problem, indem man einfach einen Führerschein hat für ein stärkeres, schnelleres Modell. Eine Sache, die mir ein kleines bisschen negativ auffällt, ist, dass trotz der Tatsache, dass der Roller ja nun wirklich absolut mega silent ist, also man hört ja gar nichts, ich trotzdem den Blinker nicht höre. Ich habe den jetzt an und ihr hört ja, was ich höre. Ja, vielleicht ganz leicht. Jetzt. Aber das liegt auch daran, dass kein Verkehr um uns herum ist. Nur eine Fahrradfahrerin vor uns. Und das könnte das Problem bedeuten, ganz speziell auf dem Roller, dass man nach einem Abbiegemanöver den Blinker drin lässt, weil man nicht hört, dass er noch läuft. Und bei der nächsten Kreuzung, wenn man nach links oder rechts blinkt, denkt der Autofahrer, man würde abbiegen, fährt vor einem raus und dann könnte es zu einem Zusammenprall kommen. Ich finde, man müsste da wirklich solche Blinker und so ein Zeug tatsächlich wesentlich lauter machen. Aber das Fahren und diese Durchbeschleunigung, die macht schon wirklich mega viel Spaß. Also es ist schon wirklich eine super, super coole Sache. Wir sind jetzt am Ziel angekommen. Ich bin jetzt zum Diabetologen gefahren, zu meinem Lieblingsarzt, den ich je hatte, zum Herrn Dr. Meyer. Und wir gucken jetzt mal, was sich hier eigentlich ergeben hat bezüglich des Verbrauchs. Und zwar, wir hatten ja 70 Kilometer Reichweite, sind gefahren... Jetzt haben wir noch 52. Gefahren sind wir aber 6,6. Das heißt, er hat uns die Fahrt mit 18 Kilometern quittiert, obwohl wir ja nur 6 Kilometer gefahren sind. Ja, also wir sehen hier auch, dass wir den Sportmodus drin haben. Durchschnittsverbrauch liegt bei einer Kilowattstunde auf 100 Kilometer. Ich glaube auch, dass diese Quittierung von 18 Kilometern, die uns abgezogen wurden, daran liegen, dass ich natürlich ein sehr hohes Gewicht habe. Ja. Ja, Freunde, kommen wir zum Fazit, was den Kumpan angeht. Also an und für sich kann ich nichts Negatives über diesen Roller sagen, bis auf so Kleinigkeiten, dass mir halt eben diese Android- oder Apple CarPlay-Anbindung fürs Display fehlt. Ich glaube, Hauptaugenmerk liegt einfach auf dem Preis, der erstmal schockiert. Aber ihr müsst es halt auch so sehen, ihr kauft so einen Roller, den habt ihr wirklich sehr, sehr lange und ihr kauft halt keinen Müll und ihr kauft etwas in Deutschland produziertes. Kumpan legt da auch Wert drauf, dass zum Beispiel dieser Haustürservice wirklich mit so wenig Verpackungsmaterial wie nur möglich einhergeht. Das seht ihr hier jetzt zum Beispiel in der Einblende, auch wenn ich das in so einem Instagram-Format aufgenommen habe, dass
Fahrzeug geliefert wird. Und er hat einen wirklich super guten Anzug, was mich jetzt persönlich stört, aber das liegt halt daran, dass ich eben keinen Führerschein für was Größeres habe, ist diese plötzlich extreme Bremse bei 53 km/h laut Tacho, die dann reingehauen wird, weil er eben so gut beschleunigt, merkt man umso mehr, dass man plötzlich eingebremst wird. Und 70 km/h wären schon gut. Also ich empfehle euch ehrlich gesagt, auch wenn ihr dazu natürlich ein größeres Kennzeichen braucht als dieses normale Versicherungskennzeichen, welches so irgendwie 60 Euro im Jahr kostet, wirklich die 70 km/h Variante zumindest, um eben im Verkehr auch mal über die Landstraße ein bisschen weniger Verkehrshindernis zu sein. Auch innerstädtisch macht es einfach mehr Spaß, wenn man mal kurz durchbeschleunigen kann. Manchmal hat man ja auch 60er-Zone. Man kann zum Beispiel durch die ganzen Tunnels in München nicht fahren mit einem solchen Roller, denn da ist das Bundesstraßenschild, dieses blaue, vor einem jeden Tunnel und da dürft ihr nicht durchfahren. Das heißt, ihr müsst immer drum herumfahren mit so einem Roller. Mit dem 70er dürft ihr reinfahren mit einem richtigen Kennzeichen. Also das sind solche Punkte, wo ich dann halt den größeren empfehle, zumal der ja eigentlich auch gar nicht wirklich mehr kostet. Also wäre ja dumm. Ich hätte es auch so gemacht, hätte ich den Führerschein, aber ich fahre überwiegend Auto und will mich auch dieser Gefahr nicht aussetzen, so als bald dreifacher Familienvater. Das Ding ist super solide verarbeitet, es macht saumäßig viel Spaß, es verbraucht verdammt wenig und ist eines der wenigen Roller, die eben die Möglichkeit bieten, zu Hause zu laden, wenn man eben oder auch im Büro keine Möglichkeit hat, außen anzustecken. Man nimmt einfach die Akku-Packs mit. 4 Stunden dauert das Laden pro Akku und so lange ist man ja immer im Büro. Man kann sogar während einer Arbeitsschicht beide Akkus aufladen. Und ja, ich liebe meinen Kumpan. Ich werde den auch definitiv nicht weggeben. Auch wenn ich selten fahre, fahre ich damit aber noch effizienter als mit dem Elektroauto. Und ja, tatsächlich ist der Elektroroller das bessere Elektroauto, weil es nimmt weniger Platz in Anspruch und ist viel effizienter. Man muss halt nur damit leben können, dass man nass wird wie ein Hund, wenn es regnet und saumäßig friert oder eben ausrutschen kann, wenn man halt eben im tiefsten Winter fährt. Aber auch das habe ich in meiner Studienzeit hinter mir mit dem Roller. Mich hat es auch auf die Fresse gelegt und trotzdem bin ich noch hier. Also in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Review über den Kumpan Iconic geholfen und hilft euch vielleicht bei eurer Kaufentscheidung. Alle Links unten nochmal in der Beschreibungsbox. Vergesst nicht den Daumen nach oben und vergesst bitte auch nicht zu abonnieren. Servus und ciao.